Volle Hütte im Kurt-Schwenzel-Stadion zum dritten Mal in dieser Saison ausverkauft. Logisch, der große Rivale zu Gast, der EHC Red Bull München bei den Panthern der AEV. Zuletzt mit 8 Niederlagen in Serie gegen den Meister München. Dagegen ersatzgeschwächt nach dem Aus in der CHL ohne Blum und Niederberger. Daniel Alavena also zwischen den Pfosten. Und der bekam zu tun in der 12. Spielminute. Hakulinen, das 1:0 für die Panther. München eigentlich besser im Spiel in dieser Begegnung, aber die Panther konterstark in dieser Saison und dann auch abschlussstark. Vor allem Andrei Hakulinen, 7. Saisontreffer für den finnischen Neuzugang. Aber München blieb in der Folgezeit weiter am Drücker, hatte insgesamt im ersten Durchgang 13 Torschüsse und unmittelbar nach einem Powerplay, die letzten Sekunden, hier laufen sie noch, Ryan McKiernan für Trevor Parks und er macht das Ding. Der Ex-Augsburger im Nachfassen überwindet er zum ersten Mal Markus Keller zwischen den Pfosten zum bis dato verdienten 1:1 Ausgleich. Für Trevor Parks war es der 9. Saisontreffer. Christoph Kreuzer, er hatte seiner Mannschaft für den zweiten Durchgang offenbar die richtigen Worte mitgegeben. Augsburg verteidigte besser, Augsburg konterte wie eh und je und Augsburg traf 29. Minute. Alexander Oblinger, 5. Saisontreffer. München ließ viel zu in Sachen Konter und Daniel Alavena auf der Stockhandseite erneut bezwungen. Und wir sind immer noch in derselben Minute und Augsburg gewinnt diesen Zweikampf für Trevelyan und nur 27 Sekunden später der Doppelschlag perfekt. TJ Trevelyan zum dritten für Augsburg unter die Latte und wie kunstvoll er den an Weber vorbeischießt oben unter die Latte. Weiter Augsburg, weiter konterstark und diesmal ist es Hakulinen zum zweiten. München mit Auflösungserscheinungen und Hakulinen findet die Lücke. Wieder Stockhandseite. Das vierte. Es war ein starkes zweites Drittel der Augsburger Panther. Und das noch lange nicht zu Ende, denn sie hatten doppelte Überzahl. Letzte Minute bereits. Trevelyan. 5:1 für Augsburg. Karjalainen mit einem Sahnepass und dann fühlt sich keiner zuständig für TJ Trevelyan. Das Augsburger Urgestein braucht hier nur noch den Schläger hinzuhalten. Das Ganze bei 5:3 Überzahl. Im Anschluss gab es noch ein 5:4. Und das Spiel war noch nicht beendet, sondern die Augsburger machten das halbe Dutzend voll. Hattrick-Alarm im Kurt-Frenzel-Stadion. TJ Trevelyan zum dritten. Derselbe Pass, dieselbe Bewegung vom Angreifer. Diesmal geht der Puck oben unters Dach. Toni Söderholm nach 40 Minuten natürlich mehr als bedient. München mit dem 5. Spiel innerhalb von 10 Tagen. Hinein in den Schlussabschnitt. Wieder Augsburg mit dem Konter. Und erneut klingelt es im Kasten von Daniel Alavena. Der 2. Hattrick des Abends. Karjalainen für Hakulinen. Fang an Seite 7:1 für die Panther. Sie waren zweimal knapp dran an Punkten nach der Deutschland-Cup-Pause. Und dann im Anschluss dieser Einsatz von Andrew McWilliam gegen Mick Köhler. Und nach Videostudium wurde der Münchner Verteidiger vom Eis geschickt. Check gegen den Kopf und Nacken. 5+ Spieldauer Disziplinarstrafe brachte nichts ein. Stattdessen nochmal der Meister mit dem Schuss von Trevor Parks. Abgefälscht von Chris D'Souza. Ergebnis Kosmetik für die Mannschaft von Toni Söderholm. Das 7:2 und zugleich auch der Endstand in diesem 61. Augsburg-Münchner Derby. Besonders Abend für die Mannschaft. Derby Sieg gegen München. Und groß 3 Punkte. So, alles in Ordnung jetzt. Wir sind ein bisschen übermutig geworden. Wollten vielleicht ein bisschen zu ungeduldig das nächste Tor schießen. Und das hat uns gekostet. Wir haben die Konterchancen Augsburg zugelassen und sie haben die eiskalt ausgenutzt. München damit im Sturzflug alle 3 Ligaspiele nach der Deutschland-Cup-Pause verloren. Aktuell der Meister nur auf Rang 9 in der deutschen Eishockey-Liga. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live nur bei Magenta Sport.